Man erwählt diese Funktion f. F von x gleich Exponentialfunktion von x geteilt durch x minus beta, bei der beta einen reellen, streng positiven Parameter darstellt. Mit Diskussion bezüglich des Wertes von beta, falls nötig, erstens bestimme den Definitionsbereich von f, zweitens bestimme die eventuellen Nullstellen von f, drittens bestimme die eventuellen Asymptoten von f, viertens untersuche Steigung und Gefälle von f und charakterisiere die eventuellen Extrema. Fünftens untersuche die Konkavität des Graphen und charakterisiere die eventuellen Wendepunkte. Sechstens skizziere die Grafik von f, indem du die Merkmale hierüber berücksichtigst. Beginnen wir mit dem Definitionsbereich dieser Funktion. Die Exponentialfunktion mit Basis e ist in der ganzen Menge r definiert. Dieser Bruch ist ebenfalls in der ganzen Menge r definiert, außer an der Zahl beta. Also ist der Definitionsbereich der Funktion die ganze Menge r ohne die Zahl beta. Die eventuellen Nullstellen von f, die finden wir, indem wir die Gleichung f von x gleich 0 lösen. Ein Exponentialausdruck wird aber niemals 0, sondern der ist überall streng positiv, da wo er definiert ist. Also hat diese Funktion keine Nullstelle und somit ist die Schnittmenge vom Graphen der Funktion und der x-Achse die leere Menge. Kommen wir jetzt zu den Asymptoten. Zuerst vertikale Asymptote. Wir suchen einen Grenzwert von f von x, wenn x gegen beta strebt. Da die Exponentialfunktion bei minus unendlich 0 ergibt und bei plus unendlich ergibt, müssen wir hier unter den zwei Fällen unterscheiden, und zwar wenn x gegen beta minus strebt und wenn x gegen beta plus strebt. Schauen wir im ersten Fall. X strebt gegen beta. Also ergibt dieser Bruch beta streng positiv, geteilt durch 0. Das ist unendlich. Aber welche Unendlichkeit? Wenn x gegen beta minus strebt, dann ist x auf jeden Fall streng positiv, aber auch streng kleiner als beta. Also ist der Zähler streng positiv, der Nenner streng negativ. Somit ist dieser Bruch streng negativ und strebt gegen unendlich. Dann kann er nur gegen minus unendlich streben und e hoch minus unendlich, das macht 0. Da wir also bei beta minus keinen unendlichen Grenzwert finden, gibt es bei beta minus keine vertikale Asymptote. Jetzt haben wir bei beta plus. X strebt gegen beta bedeutet, dass x streng positiv ist, weil beta es ist. Und wenn x gegen beta plus strebt, dann bedeutet das, dass x streng größer ist als beta und somit ist x minus beta streng positiv. Streng positiv geteilt durch streng positiv macht streng positiv. Und dieser Bruch strebt gegen unendlich. Wenn ein Bruch streng positiv ist und gegen unendlich strebt, dann kann er nur gegen plus unendlich streben und e hoch plus unendlich ergibt als Grenzwert plus unendlich. Bei beta plus finden wir einen unendlichen Grenzwert, also bei beta plus hat die Funktion f eine vertikale Asymptote, natürlich mit kartesischer Gleichung x gleich beta. Horizontale Asymptote, wir rechnen den Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus und gegen minus unendlich strebt. Da der Exponent eine rationale Funktion ist und da x gegen unendlich strebt, strebt dieser Bruch gegen 1 geteilt durch 1, weil der Grad oben und unten ja derselbe ist. Also strebt dieses f von x gegen e hoch 1, das heißt gegen e. Dieser Grenzwert ist gleich e. Und somit hat die Funktion eine horizontale Asymptote bei plus unendlich und bei minus unendlich mit kartesischer Gleichung y gleich e. Und da diese gerade Asymptote bei den beiden Unendlichkeiten ist,
kann es keine schräge Asymptote geben. Zu Punkt 4 brauchen wir die Ableitung von f, die Ableitung von einer Exponentialfunktion, das ist die Exponentialfunktion, so wie sie da steht, mal die Ableitung des Exponenten. Der Exponent ist eine rationale Funktion, deren Ableitung wir berechnen durch Ableitung des Zählers, also 1 mal Nenner x minus Beta, 1 mal x minus Beta, das macht x minus Beta, und dann minus Zähler, also x, mal Ableitung des Nenners, also 1, geteilt durch Nenner im Quadrat. X minus x, die sind weg, so bleibt minus Beta auf x minus Beta Quadrat mal dieser Exponentialausdruck. Von dieser Ableitung f' von x machen wir eine Zeichentabelle. Der einzige besondere Wert, der vorkommt, ist die streng positive Zahl Beta. Der Faktor minus Beta ist überall streng negativ, weil Beta ja überall streng positiv ist. Das ist das Quadrat einer reellen Zahl. Das Quadrat einer reellen Zahl ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Also überall plus, außer bei Beta. Da haben wir die 0. Ein Exponentialausdruck ist überall streng positiv, wo er definiert ist. Dieser Exponentialausdruck ist aber bei Beta nicht definiert. Also so. Schlussfolgerungen bezüglich f' negativ gibt's nicht. Negativ. Überall da, wo f' negativ ist, da fällt die Funktion. Was also bedeutet, diese Funktion f, die fällt in ihrem gesamten Definitionsbereich und hat demzufolge kein Extremum. Zur Konkavität und zu eventuellen Wendepunkten müssen wir die zweite Ableitung der Funktion f berechnen. Das bedeutet also, wir müssen die erste Ableitung ableiten. Das ist die Ableitung von einem Produkt. Das ergibt also, erster Faktor abgeleitet mal zweiter Faktor nicht abgeleitet plus erster Faktor nicht abgeleitet mal zweiter Faktor wohl abgeleitet, und somit führt das zu dieser Rechnung, in der wir sofort erkennen, dass wir e hoch x auf x minus Beta ausklammern können. Hier rechnen wir die Ableitung von dem Bruch f auf g', das ist f' mal g minus fg' auf g². Und diese Ableitung, das ist genau dieser Bruch. Und somit stoßen wir auf diese Rechnung. Jetzt müssen wir noch diese zwei Brüche addieren. Sie sind aber schon gleichnamig. Also brauchen wir nur die Zähler zu addieren. Hier verteilen wir 2 Beta auf diese Klammer und minus 2 Beta Quadrat plus Beta Quadrat, das macht minus Beta Quadrat, und somit können wir ein Beta ausklammern. Wir halten diese zweite Ableitung hier fest, da steht sie, und machen von dieser zweiten Ableitung eine Zeichentabelle. Der Faktor Beta, der ist überall streng positiv, da steht in der Angabe. Also schreiben wir hier überall ein Plus. Der Faktor 2x minus Beta, der wird 0 bei Beta halbe, also schreiben wir da 0. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also rechts von dieser 0 überall positiv und links von der 0 entgegengesetzt, also minus. Das ist ein Quadrat. Das Quadrat von einer reellen Zahl ist überall streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Dieses Quadrat wird 0 bei Beta. Also schreiben wir bei Beta 0, ansonsten überall Plus. Ein Exponentialausdruck ist immer streng positiv, da, wo er definiert ist. Dieser Exponentialausdruck ist bei Beta nicht definiert, also hier einen Schrägstrich, ansonsten überall streng positiv. Jetzt kommen die Schlussfolgerungen bezüglich f'. Da gehört ein Minus hin, da die 0, da Plus, hier Schrägstrich, wegen diesem Schrägstrich, und hier Plus. Überall da, wo f''
streng negativ ist, dreht f die Konkavität nach unten. Überall, wo f' streng positiv ist, dreht f die Konkavität nach oben, also so. Wir stellen fest, bei Beta halbe ändert die Funktion die Konkavität und die zweite Ableitung ist bei Beta halbe 0. Also haben wir bei Beta halbe einen Wendepunkt. Um die Ordinate von diesem Wendepunkt zu bestimmen, berechnen wir das Bild durch die Funktion f von Beta halbe. F von Beta halbe, das ergibt e hoch Beta halbe geteilt durch Beta halbe minus Beta. Also so. Beta halbe minus Beta, das ist minus Beta halbe. Und Beta halbe geteilt durch minus Beta halbe, das macht minus 1. Die Ordinate von dem Wendepunkt ist also 1 auf e. Wir schreiben hier 1 auf e. Dieser Wendepunkt hat also als Koordinate Beta halbe 1 auf e. Jetzt skizzieren wir die Grafik von f, indem wir alles berücksichtigen, was wir bisher berechnet haben. Wir wählen also ein Bezugssystem und setzen irgendwo auf der x-Achse diese streng positive Zahl Beta, zum Beispiel da. Wir haben zwei Asymptoten berechnet, eine vertikale Asymptote bei Beta plus, die hat also als kartesische Gleichung x gleich Beta, und eine horizontale bei Plus sowie bei Minus unendlich mit kartesischer Gleichung y gleich e. Wir zeichnen diese beiden Asymptoten, da sind sie. Anhand von f' und von f'' konnten wir all das schlussfolgern. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Funktion f bei Beta halbe einen Wendepunkt hat. Dieser Wendepunkt hat als Koordinate Beta halbe 1 auf e. Den können wir hier einzeichnen. Wir sehen auch, dass das Bild von 0 e hoch 0 ergibt, also 1. Was bedeutet, der Graph dieser Funktion f enthält diesen Punkt mit Koordinate 0, 1. Links von Beta halbe, da fällt die Funktion mit der Konkavität nach unten. Also sie kommt von der horizontalen Asymptote, fällt mit der Konkavität nach unten hin zum Wendepunkt. Und sie enthält den Punkt mit Koordinate 0, 1. Also sieht der Graph da so aus. Rechts vom Wendepunkt, rechts von Beta halbe bis zu Beta, fällt die Funktion weiter, aber jetzt mit der Konkavität nach oben. Hier ist zu bemerken, dass Beta durch die Funktion kein Bild hat, was also bedeutet, dieser Punkt mit Koordinate Beta 0 gehört nicht zum Graphen der Funktion. Also zeichnen wir diesen Punkt rot und leer. Rechts von Beta fällt die Funktion mit der Konkavität nach oben. Sie kommt also von der vertikalen Asymptote, fällt mit der Konkavität nach oben und fällt hin zur horizontalen Asymptote. Und somit haben wir alle Fragen beantwortet.